have arrived, Leute. Heute ist irgendwie ein ganz komischer Tag. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich schwach und nicht so ganz bei der Sache. Ich habe heute seit längerem wieder mal nicht so geil geschlafen. Kennt ihr das, wenn man so das Gefühl hat, man war eigentlich die ganze Nacht nur in so einem Halbschlaf und man war irgendwie die ganze Zeit in so einem Alarmzustand und dann wachst du am nächsten Morgen auf, aber statt dass du komplett müde bist, bist du irgendwie so richtig hysterical, also so richtig und am Nachmittag crasht man dann meistens und ist richtig müde. Ja, aber ich nutze das jetzt einfach mal, dass ich noch so pumped bin. Das hat man ja auch manchmal nach dem Ausgehen, dass man um 4 Uhr morgens heimkommt und einfach nicht einschlafen kann. Das ist irgendwie voll der Widerspruch. Wenig geschlafen und trotzdem so, kommentiert gerne mal, ob ich da die Einzige bin. Und an dieser Stelle willkommen zum neuen Vlog. Yo. I pitch wisdom for the kids, them. Solid as a prism, keeps a funky rhythm. If I want it, I go and get it. My blood thicker than water. Training ist jetzt gut überstanden. Ich habe ein bisschen leichter gemacht, damit ich mich nicht verletze in diesem komischen geistigen Zustand. Ich habe auch so ein bisschen Anxiety in letzter Zeit. Also so ein bisschen komische geistige Zustände. Aber dazu kommen wir einfach später. Ich gehe mich jetzt erstmal duschen. Leute, guckt mal, was passiert ist. Schwebealgen. Aber es gibt gute Nachrichten. Guckt mal, wer sich nach 2 Monaten endlich wieder mal hat blicken lassen. Unsere kleinen Dornaugen, meine sogenannten Schlänkchen. Wir haben schon richtig Sorgen gemacht, weil das Wasser halt wirklich übel aussieht. Aber der Aquaristikmensch meinte, nee, den Fischen gefällt es tatsächlich so fast besser. Denn in der Natur ist es ja auch trüb, das Wasser. Und siehe da, die hier zeigen sich öfter, weil sie sich weniger beobachtet fühlen wahrscheinlich. Machen ein richtiges Tänzchen hier für uns. Hä? Und Rilly juckt's einfach gar nicht. Er schläft, gell, mein Schatz? Ja, Baby. Ja. Hallo. Du kleines Mausi. Geht's dir gut? Du süße, schöne Katze. Die Tafel ist schon aufgebaut. Kleines Familiendinner. Diese Karotten hier waren gestern noch im Garten, Freunde. Ist es nicht verrückt? Und heute wandern sie in unseren Magen. Oha, lecker. Eine Schweigeminute dafür, wie riesig und geil dieses Tiramisu einfach ist. Es ist gar nicht so groß im Hintergrund. Ja, wir sind sonst ein noch größeres gewöhnt. Hey guys! Oh mein Gott. Wir brauchen die Atmosphäre und da brauchen wir natürlich das Aquarium im Hintergrund. Warum auch immer hier gerade die Taschenlampe an ist. Seit Stunden, der Akku ist leer quasi. Dafür guckt ihr meine Vlogs, oder? 2 Uhr nachts, aber egal. Wir haben uns hier versammelt, um meine Nägel endlich wieder mal zu machen. Ich habe es in der Story gerade schon gesagt. Ich habe die irgendwie wieder abgefressen. Ich habe so alle paar Wochen und Monate einfach so ein Flash. Aber wenn man bedenkt, wo ich herkomme, also zu Schulzeiten war das richtig schlimm, dann ist das eigentlich okay. Trotzdem werden wir das jetzt ein bisschen schöner machen. Nebenbei filme ich hier noch für meine Story auch mit. Ja, ist halt kacke, wenn man irgendwie nicht sieht, was im Bild ist. Werdet einfach auf keinen Fall Influencer. Oder wie wäre es, wenn ich mir einfach ein neues Stativ kaufe? Es hatten einige gefragt, ob ich immer noch happy bin mit dem Abschneiden, weil sie ja doch so ein Stück kürzer sind. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist es jetzt gar keine so krasse Veränderung gewesen. Ich habe das Gefühl, die Haare werden hier nach der ersten Haarwäsche jetzt auch ein bisschen heller, weil die wurden ja eigentlich gebleicht und dann dunkler gemacht. Wer weiß, ob mich da in nächster Zeit nicht der Drang überkommt, sie wirklich ganz dunkel zu machen. Ich sag's euch, Leute, Nägel lackieren ist derart meditativ. Goodbye. Die heutige Farbwahl fällt auf Grau. Los geht's und lassen wir nebenbei diesen Podcast laufen. Und voila, wir sind fertig und sieht schon wesentlich besser aus. Guten Mittag, Freunde. Bei mir gibt es jetzt Tomatengemüse-Sugo mit Nudeln. Die Vorstellung, dass jemand beim Zugucken gerade selber isst und wir uns quasi gegenüber sitzen, finde ich sehr unterhaltsam aus irgendeinem Grund. Ich brauche noch was zu trinken. Cheers!
Ich hoffe, niemand da draußen fühlt sich so getriggert von Essensgeräuschen, wie ich es immer tue. Aber ich dachte mir, ich rede ein bisschen mit meinem Soul Food. Denn ihr müsst wissen, ich hatte das ja schon erwähnt, in den letzten Monaten eigentlich hat sich das so angebahnt, dass ich irgendwie um die Nachmittagszeit rum ganz komisch Herzflattern kriege und es mir einfach nicht so wirklich gut geht. Ich war dann wirklich schon an einem Punkt, wo ich mir dachte, okay, du hast einfach irgendwie Anxiety und so ein bisschen Angstzustände. Informier dich mal, was da der Grund sein könnte. Dann habe ich Dr. Google und YouTube befragt und habe einige Studien gefunden vom Einfluss von Koffein auf den kompletten Gemütszustand. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin keine Expertin, es ist nur meine eigene Erfahrung, so klärt es mit eurem Arzt ab, aber mir persönlich hat es extrem geholfen, Koffein tatsächlich abzusetzen. Ich habe halt jetzt nicht jeden Morgen nur so einen kleinen Kaffee getrunken. Ich glaube, das sollte nicht so krasse Auswirkungen haben, sondern ich habe mir mehr oder weniger einen Energy Drink reingestellt beim Training, nämlich einen sogenannten Pre-Workout. Dazu habe ich auch ganz viele Fragen, was meine Fitness Journey betrifft, gekriegt, ob ich Pre-Workout oder Booster trinke. Booster in dem Sinne jetzt nicht, aber so ein Mineral-Vitamin-Getränk, wo halt auch viel Koffein drin war. Und da kickt das Koffein gleich ganz anders rein, wenn das halt schon höher dosiert ist als der Kaffee-Latte, den man so aus dem Automaten kriegt. Also ich sage nicht, dass alle Kaffeetrinker irgendwie Angst haben müssten. Tatsächlich trinkt man diese Pre-Workouts, damit man beim Training wacher ist und fitter ist. Und ich dachte mir so ganz harmlos, ja, morgens, wenn ich aufstehe, da bin ich vielleicht nicht so konzentriert, dann verletze ich mich noch. Bestellen wir das lieber mal. Cannot recommend, zumindest nicht auf Dauer bei mir persönlich. Ich bin aber auch sehr koffeinsensibel, muss ich dazu sagen. Bei mir war es tatsächlich verursacht, dieses unangenehme Gefühl durch dieses Herzrasen, weil einfach das Koffein so ewig lange gewirkt hat in mir gefühlt. Ja, somit wäre auch die Frage beantwortet, ob ich das beim Training trinke. Nicht mehr, zumindest die nächste Zeit. Denn es bringt jetzt eigentlich nicht wirklich so viel, außer halt diese zusätzlichen Mineralien oder so, die da noch mit reingemischt sind. Aber die kriegt man auch durch eine ausgewogene Ernährung einfach rein. Long story short, Leute, der Koffein-Rush ist mir die Anxiety später am Tag dann einfach nicht wert. Ich achte dafür lieber in letzter Zeit, dass ich irgendwie meinen Schlafrhythmus in den Griff kriege. Ja, Leute, und jetzt rushe ich noch zu einem Blind Date. Oh mein Gott, ich treffe Sabrina. Wir kennen uns eigentlich bisher nur über Instagram. Ich habe sowas, ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal gemacht habe. Ich komme mir richtig verwegen vor und oh mein Gott, das Taxi ist riesig. Hallo. Oh mein Gott, es ist so gut, Leute, und guckt mal. Ein guter Foodshot. I have arrived. Das kann man nicht schön essen, es geht. Ich habe gerade gesagt, ich bin beim dritten Löffel in einer halben Stunde, weil ich mich nicht traue zu essen, weil es halt einfach yo, so aussieht, wie es aussieht. Also wenn ich am heutigen Abend eines gelernt habe, dann, dass es echt gut ist, sich ab und zu einfach mal zu überwinden. Zuvor hatte ich ein bisschen Angst, dass uns die Gesprächsthemen ausgehen, aber wir sind beide Gym-Addicts und trainieren sehr gerne. Ich verlinke sie auch gerne mal unten und lustigerweise haben wir über genau diese große Gemeinsamkeit, die uns auf Instagram irgendwie verbunden hat, dann kein einziges Mal geredet an diesem Abend, sondern irgendwie über alles andere. Generell, was Kommunizieren mit Leuten betrifft, ist es sehr interessant. Ich habe irgendwie auch beim Friseur das Gefühl gehabt, dass man teilweise sofort sehr tief in Konversationen reinstartet und deep ist und dann wieder sich so ein bisschen, hey, wir kennen uns eigentlich kaum so und wird dann wieder so ein bisschen oberflächlicher. Man hat irgendwie durch den Lockdown fast schon verlernt, also mir geht es zumindest so, wo so die Grenze ist mit neuen Fremden oder Bekannten und engen Freunden, weil man einfach über die letzten 2 Jahre so wenig sozialisiert hat. Geht's euch auch so? Seid ihr auch socially awkward geworden? Also heutige Challenge an euch, schreibt irgendwelchen Leuten, die ihr gerne habt, von denen ihr vielleicht auch schon länger nichts mehr gehört habt oder Verwandten. Und fangt einfach auch wieder an, so ein bisschen offener zu sein. Es tut der Seele gut und ja, es bringt einem wieder so ein Stück diese Normalität näher, nach der wir uns alle so sehen. Hab einen schönen Tag. Danke.